Geige. Torloses Remis hier in Lüneburg. Wie würdest du das Spiel zusammenfassen? Ich glaube, man merkt einfach im Moment, dass die Luft nach den englischen Wochen einfach raus ist. Die Konzentration ist nach. Ich glaube, es war ein Spiel mit vielen einfachen Fehlern. Man kann jetzt keinen den Willen irgendwo absprechen, aber ich glaube, man merkt. Ja, bester Mann auf dem Feld! Man merkt einfach, dass der Gommert zu viel einen Tag vor dem Spiel trinkt anscheinend, aber nee, ansonsten ja. Ja, auf fremdem Gelauf ist jetzt Schluss. Die Bilanz sieht aus. 8 Siege, 8 Niederlagen, 1 Unentschieden. Kann man trotz eines eines Formtiefs und einem Spieltagsmarathon diese Bilanz in Ordnung oder ist man tendenziell eher unzufrieden? Ja, wenn man 8-mal verliert auf fremdem Platz, glaube ich schon, dass das für eine Spitzenmannschaft zu wenig ist. Einfach zu unkonstant. Deswegen sind wir nur Vierter. Das ist relativ einfach. Ja, ein letztes Spiel erwartet euch jetzt noch gegen den VfW Wolfsburg. Es gibt keinen Showdown mehr am Platz 3, wird es aber dennoch ein schweres und auch spannendes Spiel werden? Ja, klar, ich denke, wir wollen uns zu Hause vernünftig verabschieden. Nochmal in den letzten 90 Minuten nochmal alles raushauen, was geht. Wolfsburg ist ein Top-Gegner. Ich glaube, da freuen wir uns drauf nochmal. Und ja, wie gesagt, wir wollen uns zu Hause vernünftig verabschieden. Ich glaube, das haben die Zuschauer verdient, das war heute überragend. Super Choreo, muss man sagen. Es hat einfach Spaß gemacht. Es ist schön zu sehen, dass immer noch so viele mitkommen. Die haben die letzten 1500 die jetzt oder 1000 Fans, die dann zum letzten Spiel kommen, haben es einfach verdient, dass man da sich nochmal den Arsch für aufreißt und das werden wir tun. Okay, danke.